Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Ob ich das jetzt so aussprechen wollte, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ja, ich habe keine Ahnung, was die nächste Mission war. Operation Ticonderoga, geht zum Unterschub Ticonderoga. Ach, genau. Richtig. Da waren wir, glaube ich, sogar schon mal, ne? Da habe ich sogar noch gesagt, ist easy. Richtig. Ist ja auch easy. So, mal kurz anders hinsetzen, weil ich sitze hier gerade total unbequem. Aber jetzt sieht sich total bequem. Mein Arsch fühlt sich wohl. Sehr gut und ja. Ihr merkt schon, ich bin heute ganz gut drauf. Hab auch Bock. Ja. Ne? Ist doch schön. Solange die Ladezeiten mir jetzt nicht auf den Sack gehen, ist alles super. Da ist wirklich alles super. Das Bett schieben wir mal ein bisschen umher. Schade, geht nicht weiter. Dann schieben wir nochmal nach rechts. Waffen, was die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Wow. Ich lese gerade da unten die Katalognummern. Aha. So, dankeschön. Wir waren hier wirklich schon mal? Naja, ist ja egal. Ist aber jetzt kein Gegner, ne? Nee. Dann nehmen wir mal einen Aufzug. Paladin, kommst du mit? Sehr gut. Hey, gute. Nein. Paladin, lass mich den Knopf drücken. Dankeschön. Hä? Der Paladin ist. Ah! Alter! Hast du dich hinter mir versteckt oder was? Guck mich nicht so an, Junge. Du kannst dich auch mal rasieren. Oder sieht das nur so aus? Ich weiß es nicht. Ah, guten Tag. Hier ist Zutritt verboten. Ihre Ankunft wurde in der Missionsbesprechung. Diese Unregelmäßigkeit wird Justin Ayo gemeldet. Das SEB hat mich geschickt. Das SEB schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen und meine Hilfe anzubieten. Mission wird planmäßig fortgesetzt. Hinterhalt auf Railroad-Ziele steht. Sämtliche Synths in deren Besitz werden zurückgeholt. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Wie ich den erst mal so minutenlang angeguckt habe, das war schön. Besiegen Sie alle Runner. Ach du Scheiße. Okay. Scannen. Person identifiziert. Und die Runner sind wo? Gehen Sie über die Treppe hinaus. Gehen Sie die Treppe hinauf, Aufzug. Zweite Etage. Alle Systeme normal. Oh, Pistolen und Patronen. Das ist eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden. Schön. Wird zu schade, dass ich gerade keine gute. Ne? Ihr wisst schon. Aber die wollen jetzt von mir, dass ich die Runner töte, ne? Das habe ich jetzt richtig gelesen. Der eine Typ war ja ein Runner. Der hier. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der schaltet den soll ich jetzt töten, oder was? Ja, Runner sind stark. Ich soll aufpassen. Bam! 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 Und zack! Und da fängt der Junge an zu heulen. Ja, guckt euch das an. Oh Gott, der heilt sich. Der heilt sich. Wecke gesünd. Verreckt doch alle. Okay. Oh mein Gott! Der Paladin. Alter, der Paladin räumt auf. Guckt euch das an. Ich jetzt auch. Bam! Und da hat er 5 keine Arme mehr. Ist ja easy. Okay. Okay. Ja, gut.
Da war ein bisschen zu viel. Das war ein bisschen zu viel. Okay, neuer Versuch. Machen wir besser, ne? Leute, machen wir besser. Alles gut. Och nö. Okay, wenn wir gleich wieder da sind, dann speichere ich vorher ab, okay. Ah, toll. Naja. Ja, Ladezeiten, Mensch. Ich weiß, dass ich gerade verkackt habe. Ich weiß das. Vielleicht sollte ich doch mal wirklich wieder eine Schusswaffe nehmen. Ich weiß, wie ich das gleich machen werde. Ich gehe erstmal die Treppe hoch, da wo ich gerade eben war. Verschanz mich da erstmal. Da save ich dann ab. Dann nehme ich mir eine Schusswaffe, stelle mich hinter dem Paladin und helf dem sozusagen von hinten. Nicht so von hinten wie ihr. Der ist gerade durch die Tür gelaufen. Das sehe ich nicht ein. Ist der jetzt wieder da, wenn ich da hinguck? Schade. Ach, da bist du. Hi. Na? War halt gerade scheiße, ne, Paladin? Aber wie war das jetzt besser, gut? Gut. So, guten Tag. Eindringling erkannt. Hier ist Zutritt verboten. Guck dir mal, wie der Tür aussieht, Alter. Alter, ich will mit dir reden, Junge. Das SRB schickt mich um nach Mission. Ich kann das nicht wegdrücken. Der Blick so. Okay. Okay. Dann. So, Paladin, wir gehen jetzt erstmal hoch, okay? Wir verschanzen uns jetzt erstmal da oben. Dann töten wir den Sünd. Okay. Ach ja, dann holen wir uns erstmal hier die Robocop. Ah ne, war ja Pistolen passiert. Drohnen. Und dann habe ich vergessen zu saven, nicht wahr? Egal, kann ich jetzt noch saven? Ne. Wenn er will, schnell. Hallo. Ich will schnell speichern. Dankeschön. So, und dann hole ich mir jetzt mal eine richtige Waffe. Fatman ist natürlich hier total behindert. Es wird nicht lange dauern, bevor ich sie entdecke. Okay, der Paladin wird angeschossen. Nice. Oh, oh. Okay, ich muss jetzt aufpassen, der Spacken kommt. Ich glaube, ich nehme 2. Der ist unsichtbar. Pass auf, Paladin, Alter. Pass bloß auf, Junge. Boah! Scheiße, Alter! Der Drecksack zieht so verdammt viel ab, ne? Holy shit, Alter! Oh! Oh! Alter, verpiss dich. Okay. Okay. Ich will nochmal ein Stimpack reinhauen. Und der Pisser lebt immer noch. Oh, der ist tot! Ich glaube, der Paladin hat ihn gerade umgebracht.
hat er dabei? Stimpak. Verbessertes selbstzielende was? Die muss ich mir jetzt kurz mal angucken. Waffen. Verbessert und selbstzielende. Ah, die hat nur 20. Ja, dann scheiß drauf. Okay. Ist das ein Fatman? Da liegt ein Fatman. Mensch. Wo ist aber der Paladin? Der Paladin muss den ja umgebracht haben. Weil ich war es definitiv nicht. Ihre Terminierung ist unvermeidbar. Wo sind die? Ja, irgendwo laufen ja noch 5 Summen. Irgendwo muss es ja weitergehen. Wo sind Sie denn hier? Ich würde gern wissen, wo. Also hier ist definitiv nichts mehr. Ah, hier ist auf jeden Fall der Paladin. Ah! Okay. Habe ich jetzt definitiv verstanden. Ich werde sie finden. Greife fein an. Paladin, komm zu. Okay. Ruhig. Scheiße, treffe ich den bitte auch mal. Dankeschön. Komm jetzt. Dankeschön. Habe ich mir wohl eingebildet. Von irgendwo wird geschossen. Von da. Ja, genau, Paladin. Jetzt komm auch mal hier hin. Oh, scheiße. Oh Mann, Leute, das ist gar nicht so einfach. Bam, von der Seite. Okay, weiter geht's. Da unten ist noch ein Runner. Gibt's in der Toilette sowas wie Stimpaks? Ja, danke. Stark. Gut getötet. Den hat er auch getötet. Stark. Kann ich rein? Gut. Ah, das war ein Geschützturm. Oh, okay. Dann nochmal schnell saven, weil, wie gesagt, der zweite Runner wird wahrscheinlich auch nochmal richtig assi. Ist jetzt genau unter mir. Da sind auf jeden Fall 2 Sünd. Einer ist tot. Alter, kann der Paladin auch mal angreifen? Der steht da nur blöd rum. Da steht doch noch einer, Paladin. Fall da runter. So, jetzt bin ich da runtergefallen. Mission erfüllt am Arsch, Alter. Ich brauche jetzt auch mal langsam eine andere Waffe. Ich habe nämlich nur noch 11 Schuss. Ach so. Ich muss wieder raus. Okay. Das habe ich natürlich nicht gerechnet. Safe. Interessiert mich alles gar nicht. Okay. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Türsteuerung, Tür aufschließen. So.
Zugriff auf Tür. Ja. Alles klar. So, gut. Darf ich jetzt bitte raus? Danke. Okay, es geht jetzt weiter, Leute. Irgendwo muss ja noch einer leben. Weil da steht, besiege die Run nah. Das sind ja mehrere. Einer muss ja noch leben. Mir wurden ja auch zwei angezeigt. Aber der erste Runner war ja schon richtig hart. Der hatte was auf dem Kasten. Der zweite wahrscheinlich jetzt auch. Vor dem habe ich echt schon ein bisschen Schiss. Ich brauche mal ein bisschen mehr Licht hier. Es ist dunkel. So, dankeschön. Ja, komm, Ladespiel. Bitte, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich hatte gerade das Headset aufgehangen. Okay. Kommst du mit, Paladin? Ist da jemand anwesend? Oh, der hat mich gesehen, der hat schon sichtbar gemacht. Habe ich genau gesehen. Paladin, der ist unter uns. Paladin. Hilfe, Paladin. Okay, Paladin, bist du bereit? Baller, wie du noch nie geballert hast, Alter. Stark, Paladin. Ich halte dir das Geschütz vom Leib. Jetzt wieder unsichtbar gemacht. Paladin, der versucht zu fliehen. Okay, ich habe keine Munition mehr. Aber der Paladin will den jetzt töten. Kein Problem. Oh, stark. Gute Arbeit. Gut. Wahnsinn. Dann gehen wir zurück zum Hauptquartier. Boah, war eine schwere Mission. Muss man einfach mal sagen. Die hatte was auf dem Kasten. Aber alles gut. Alles gut. So, ich habe die Runner getötet. Kriege ich dafür einen Keks? Ticonderoga wurde von Runnern ausgelöscht. Keine Überlebenden. Alle Mann verloren? Verdammt nochmal. Das wollte ich nicht hören. Jetzt wird es ein Wettlauf. Können wir die Synths befreien, bevor das Institut uns vernichtet? Hä? Das wollte die nicht hören. Da stand doch Töte. Wir haben es bis hierher überlebt. Jetzt schaffen wir es auch bis zum Ende. Hoffen wir es. Ohne Ticon fehlt uns das Personal. Wenn du neben deiner Hauptmission etwas Zeit hast, könnten die anderen sicher deine Hilfe gebrauchen. Verstärkt, lackiert, Metallrüstung. Okay. Du kannst es bei uns weit bringen. Das weiß ich. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Ich wollte gerade schon sagen, ich krieg doch bestimmt jetzt gefährlich. Wenigstens noch ein paar Punkte. Danke. Das Level geben wir uns jetzt noch, Leute. Was haben wir denn, mein Glück? Du weißt, wie man verborgene Reichtümer des Südlands. Du weißt, wie man plündert. Bonusschäden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. VATS, du bist nicht dumm, nur anders. Du erhältst zufällig dreifache EP für erfolgreich abgeschlossene Missionen. Je niedriger deine Intelligenz ist, desto höher die Chance. Ja, dummerweise habe ich Intelligenz natürlich schon hochgelevelt, ne? Oh. Fortgeschrittenes Training. Du verbesserst den Kampfeffizienz. Kritische Treffer versuchen 50% mehr Schaden. Als geduldiger Schlachtfeldtaktiker die ganze den kritischen Treffer aufsparen. VATS will ich ja gar nicht. Aber kritische Treffer hört sich ganz gut an. Rang 1 des Hightech-Moss. Maschinen. 30%. Du hältst 30% Radentitel. Während du Nerdwool aktiviert hast. Ist auch sehr, sehr cool. Immer aufs Ziel. Die Genauigkeit beim Aufhören von Schusswaffen auf der Hüsten. Schläge mit Schuss. 25% mehr Tragekatze. Ja, das hört sich sogar gar nicht mal so scheiße an. Weil wir sind mittlerweile eigentlich echt voll. Ich gebe mir jetzt noch einen Red Away. So,
Dann gucken wir uns jetzt mal die nächste Mission an. Und das wäre... das hier, oder? Sprich mit den Siedlern bei Nordhagen Beach. Und danach kommen wir schon zur Direktions... okay. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Es war ein schwerer Krieg gegen die zwei Runner. War ein harter Kampf, aber wir haben es geschafft. Alles gut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.